Salve a tutti. Wir haben Freitagabend. Es ist der 7. Juni. Wir haben 17.24 Uhr. Doug spielt dann noch ein bisschen rum. Aber das ist mir jetzt mal ziemlich wurscht. Eins vorab. Ich gehe ab Sonntag in den Urlaub. Und ich komme wieder am 18. Ist das der 18.? Ja, am 18. Juni. Mache dann am Mittwoch, den 19. den Film. Und dann muss ich direkt hoch wieder nach Frankfurt für so Filmaufnahmen für Börse im Team. Das heißt, ich hoffe, dass ich am 22. Samstag den Wochenendfilm machen kann. Weil danach muss ich nämlich nach Holland mit meiner Tochter nach Groningen. Und jetzt nutze ich das mal schamlos aus hier, dass mir hier so viele Leute zuhören. Das sind ja nicht nur die 1.500 oder 2.000, die da gezeigt werden auf YouTube, sondern manche von den Firmen, die meine Filme zeigen, nehmen das raus aus YouTube, irgendwie extrahieren die das. Da gibt es so ein Tool für. Und ich habe das jetzt mal rausgefunden, das sind schon 4.000 bis 5.000 Leute, die den Film hier sehen. Und das nutze ich jetzt schamlos aus. Ich habe auf Facebook schon so einen Aufruf gemacht, ich brauche eure Hilfe für eine Bleibe in Groningen. Die will da 3 Jahre studieren und ich rede jetzt hier nicht vom Studentenzimmer, sondern schon von einer Wohnung, also wenigstens eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Wenn irgendeiner von euch da Kontakt hat, mir irgendwie helfen kann, weil langsam wird die Zeit knapp, wäre ich euch da sehr, sehr dankbar. Zeigt mich auch erkenntlich, überhaupt keine Frage. Nehmt bitte Kontakt mit mir auf über info@schlegel-trading.com als E-Mail. Ich werde das auf jeden Fall beantworten. Ich bin für jede Hilfe dankbar, weil ich will da hoch, will Termine machen und ich will da meine Tochter in Sicherheit wiegen. Welcher Vater tut das nicht? Gut, das nur vorab, aber ich nutze es einfach jetzt wirklich mal schamlos aus hier. Das ist der DAX hier auf Wochensicht. Und der macht mir echt Angst. Da muss ich wirklich sagen, ich finde, wenn ich die ganze Woche sehe, das Momentum geht raus. Das Sentiment wird negativ. Es ist kein Drive mehr drin. Anschlussorders fehlen. Natürlich hier verschiedene einzelne Aktien, überhaupt kein Problem. Aber im Großen und Ganzen fehlt hier wirklich der Rückhalt für ein, nennen wir es mal, deutliches Weitermarschieren. Wie gesagt, das ist die Wochensicht. Wir haben hier eine negative Divergenz. Wir haben hier eine negative Divergenz. Wir bekommen über die traditionelle Sichtweise ein Verkaufssignal. Über die moderne auch. Wir sind über die Stochastik negativ. Wir schaffen es nicht, uns von diesen, nochmal, das ist Wochensicht, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Wochen. Wir schaffen es nicht, hier drüber zu gehen. Gleich beim Tag werden wir es noch deutlicher sehen. Also ich rechne damit, dass wir bis Ende Juli tendenziell seitwärts bis mehr oder weniger korrektiv gehen. Ich habe, weil das immer mal wieder gefragt wird von den Plänen, von den Sparplänen, ich habe keinen einzigen gekauft in diesem Jahr. War bisher ein Fehler, überhaupt keine Frage. Der Schnittkurs wäre jetzt bei 17.912, glaube ich ungefähr, hätte ich das immer zum Monatsanfang gemacht. Habe ich nicht, aber ich bin nach wie vor sehr sicher, ich bekomme die günstiger wieder. Ich renne dem Zeug jetzt nicht hinterher. Wenn, ihr wisst, wenn ich in Urlaub gehe, passiert meistens irgendwie irgendwas. Ja, dann geht hier der Box der Papst im Kettenhemd. Wenn das also weiter runtergehen sollte, kriege ich auch einen Funk. So unter 17.800 würde ich auch was kaufen. Das mache ich. 17.900 ist die 20-Wochen-Linie. Also ungefähr da, wo eigentlich mein Einstand wäre für die Sparpläne. Aber jetzt gucken wir mal hier auf den Tag. So, das ist gruselig hier. Das ist echt gruselig. Für Daytrader ist das eine wunderbare Börse hier. Wir haben jeden Tag unsere 150 bis 200 Punkte. Heute waren es, glaube ich, auch wieder 200. Das ist gut. Mit ein bisschen Geduld ist es gut. Ich persönlich finde die Zeiteinheit 15 Minuten und 30 Minuten sehr interessant. Aber übergeordnet, wenn die 4-Stunden-Zeiteinheit negativ wird, dann höre ich auf, irgendwie long zu spielen. Ich mache es dann nicht mehr. Ob man dann gleich short geht oder später, wie auch immer. Aber das hat sich in den letzten Tagen recht gut angefühlt. War echt in Ordnung. Wir sind, jetzt muss ich hier den Freund hier reinmachen, das ist nämlich der gleiche Chart wie am Mittwoch. So, wir bleiben innerhalb der Bänder. Machen wir das obere. Das liegt, hier ist das All-Time-High. Ja, bei 18.897, war auch, glaube ich, sogar ein bisschen drüber. Und das ist in Verbindung mit dem oberen Band
ein fetter Widerstand. Es sind zwei Gruppen von Händlern. Ihr wisst, ich teile die Börse in meinen Gruppen auf. Andererseits haben wir am unteren Band sowohl das 38er Retracement von dieser Bewegung hier, vom 19.04. von 17.06 hoch diese 1200 Punkte, ist jetzt hier und gleichzeitig ist er die Unterstützung vom Chart und das untere Band. Das sind also dann drei Gruppen, die da hingehen. Die Bänder werden nicht enger. Das würde also echt schwierig werden. Bei der täglichen Volatilität, die der DAX hier vollzieht, ist es schwierig, dass die Bänder enger werden. Wir haben die 20-Tage-Linie überboten, gestern am Donnerstag. Das war fulminant. Und rein von der Figur her ist das ein Inverted Umbrella Doji, also eine negative Kerze. Dann sind wir heute nochmal hier ran, an die 20-Tage-Linie und dann abgesoffen und haben auf dem unteren Band gehalten. Das ist ist echt interessant. Noch gebe ich die Bänder nicht auf, dahingehend, dass sie der Spielraum sein sollten für die nächsten Tage. Da muss man schauen, wird das untere gebrochen, wird das obere gebrochen. Von der reinen Technik her gibt es eine Stabilisierung her. Deswegen hat er immer wieder die Chance, und das macht er hervorragend, wir sehen es gleich mal auf der Stunde, dass er hier unten hält und das als Sprungbrett benutzt. Das ist in Ordnung hier, das MACD. Stochastik ist völlig neutral, ohne auch nur den Hauch eines Signales. Jetzt mache ich mal mit euch die Stunde. So, hier ist die Stunde. Machen wir es mal so. Also wie gesagt, eine Kerze, eine Stunde. Hier waren wir bei der 18.345, hier ein bisschen höher. Und heute waren wir bei der 18.421, 19, je nachdem, welchen DAX ihr da nehmt. Und dann hält er dann auch und kämpft sich wieder hoch. Das macht er klasse, das muss ich schon sagen. Trotzdem, ich meine, dass das Sentiment sich wechselt, dass es negativ wird. Und wenn ich mich heute entscheiden muss, dass ich erst in zwei Wochen wieder den Computer aufmachen darf, würde ich tendenziell short gehen, nicht mit K.O.-Produkten, sondern so ein 18.600er Put-Optionsschein, Mindestlaufzeit 13 Monate. Das würde ich machen, denn die Volatilität bei denen liegt unter 16. Das ist nicht teuer. Und die eigentliche Schwierigkeit des Jahres steht ja noch vor uns, ja, mit der Wahl und mit China und was auch immer alles da gibt. Das ist, ich bin der festen Überzeugung, dass der VDAX deutlicher steigen wird und dadurch steigen auch die Optionsscheine. Den Mut jetzt für zwei Wochen, ohne dass ich vorher draufschauen darf, einen K.O.-Schein zu nehmen, der fehlt mir, gebe ich ganz ehrlich zu, der wüsste ich nicht. Aber der Markt macht es bisher gut, er muss sich aber, ich gehe zurück auf den Tag, er muss sich aber tunlichst beeilen, aber tunlichst, um hier rauszugehen. Und ich sehe nach wie vor nicht, dass er das macht. Wir haben eine Zinssenkung, die habe ich so nicht erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass es macht, aber ich habe verschiedene Kritiken gelesen. Die sagten einfach, die hat sich zu früh festgelegt, dass sie eine machen wird. Deswegen hat sie die kleinste mögliche Einheit genommen. Aber ich glaube, so richtig glücklich ist die EZB mit der Entscheidung nicht. Vor allem nicht mit den ganzen Inflationszahlen, was wir hier momentan hatten. Ich habe die gleichen Scheine genommen wie letzte Woche. Und außer, dass sich hier die Basis verändert hat, ist am Hebel fast nichts passiert. Weder bei den Calls noch bei den Puts, weil wir auf einem ziemlich gleichen Niveau stehen vom Freitag letzte Woche. Ich lasse euch diese Scheine hier, aber ich selbst werde mit einer Position gehen. Ich habe immer noch PayPal, aber bei PayPal hat sich der Schein, den ich neulich da mal empfohlen hatte, auch bei Facebook, wo auch immer, der hat sich verdoppelt von 30 Cent auf bei 60 Cent habe ich die Hälfte gegeben, jetzt steht er bei 71 Cent und ich habe diese Scheine mit einem Trading Stop hinterlegt, 10 Cent hinter dem jetzigen. Die DUI sind kurzfristig gelaufen, das ist in Ordnung, die RWE, die rotzen heute so ein bisschen ab, das mag ich auch nicht, aber die machen nichts anderes, als von ihrer letzten großen Bewegung gehen sie im Moment auf das 38er Retracement. Was habe ich denn sonst noch an Positionen, jetzt muss ich mal schauen, sonst habe ich wenig. Ja, ich hatte noch, was war denn das, Alibaba? Und die sind dann auch irgendwann, aber auch im Plus geflogen. Das finde ich, kann ich mit leben. Ich möchte möglichst wenig Positionen haben. Ich will mal zwei Wochen wieder Urlaub machen. Und zwar nichts kochen. Ich will mich bekochen lassen. Ich will in der Sonne liegen und meine Ruhe haben. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.